erzählt. Okay, so, es macht gleich Stopp. Ja, mein lieber Freund. Und in einem Jahr, wenn ich mich wieder gut erholt habe, ja, dann werde ich dich anrufen und dann sprechen wir nochmal. Ja? Oder jetzt, wenn du willst. Wenn du mir unbedingt zeigen willst, was du für ein Mann bist, kannst du das gerne jetzt tun. Ja? Und du kannst gerne mit deinem Bruder kommen und ich komme alleine. Dein Bruder nur, damit er sieht, ich komme ohne Waffen, ohne nichts, ohne Freunde. Ja? Oder ich komme. Ja? Und dann regeln wir beide das von Mann zu Mann, wenn du das unbedingt willst. Dann haust du mir aufs Maul oder ich dir. Ich habe nie gesagt, ich habe das immer so gehandhabt. Ja? Immer. Ich habe nie gesagt, ich gehe hin und hau ihn aufs Maul. Nie. Ja? Weil jeder kann jeden besiegen. Das ist meine Meinung. Jeder kann jeden besiegen. Und ich weiß, dass ich jeden besiegen kann. Weißt du das? Weißt du das? Der Islam, ja, laut Islam müsste ich jetzt Muslime zu dir schicken und du müsstest 100 Peitschenhiebe bekommen. Dich von deiner Frau scheiden, ja. Das ist Islam. Willst du echter Muslim sein? Ja? Willst du echter Muslim sein? Also dann geh bitte zu einem Imam, sag ihm, du willst 100 Peitschenhiebe und die Scheidung einreichen. Du bist doch ein echter Muslim. Du bist doch ein echter Muslim. Du gehst auf den Sack, dass ich den Islam kritisiere? Ihr habt doch angefangen. Warum hast du nicht zu den Muslimen gesagt in Facebook? Ja? Wir waren doch vorher alle verkettet. Warum hast du nicht gesagt, hört mal auf mit dem Scheiß zu den anderen Moslems? Ihr Moslems dürft machen, was ihr wollt. Ihr dürft schreiben, was ihr wollt. Ihr dürft beleidigen, wie ihr wollt. Und wenn wir dann mal A sagen, wollt ihr uns nicht mal B sagen lassen. Aber ihr dürft von A bis Z die ganze Palette runterlabern. Mit mir nicht. Mit mir nicht. Ja, ich habe das in Deutschland schon gemacht. Habe ich in Deutschland nicht den Leuten schon in die Fresse gehauen, mein Bruder, die Leute in die Fresse gehauen, die uns gedroht haben? Habe ich in Deutschland nicht schon die Leute weggeklatscht, die an unsere Kirchen gepisst haben? Denkst du, das ist alles neu? Wer hat immer am Kerker an die Kirchen gepisst, ihr Moslems? Ihr seid doch immer nicht alle, aber ja, an die Kirchen gegangen, habt da gepisst. Ja? Wie oft habe ich da Ausschein verteilt? Jetzt rede ich nur, jetzt machst du mich dumm an. Früher habe ich die Leute weggehauen. Ja? Da konnten die Leute froh sein, hab ich gesagt, hier ist, beim nächsten Mal gibt es eine Querschnittslähmung. Ja? Hab die weggehauen und habe gesagt, hier ist, wenn ich euch nochmal sehe, gibt es eine Querschnittslähmung. Ja? Genau so habe ich das gesagt. Da habt ihr nichts gesagt. Ja? Wo ich euch schon verteilt habe. Und jetzt, wo ich nur rede und ihr noch angefangen habt ihr ein großes Maul. Ich war 8 Jahre alt, mein Freund, und dann seid ihr schon Muslime zu mir gekommen, wenn du Mohammed beleidigst. Und ich wusste gar nichts. Ich wusste doch gar nichts von Islam. Ich wusste nicht mal was von meiner eigenen Religion wirklich. Ich wusste, ja? Ich war doch ein kleines Kind. Verstehst du? Ja? Und meinst du, das lassen wir uns hier weiter gefallen? In unserem Land? Bist du blöd oder was, du Eselmann? Das ist unser Land, hast du verstanden? Und ich kann sagen, was ich will in meinem Land. Hast du das verstanden, Mann? Bist du blöd oder was? Das ist ja nicht Marokko, Mann. Ja? Bist du behindert oder was, Mann? Ich soll mein Maul halten in meinem eigenen Land? Du Spasti! Ich sag dir, Tufik, ich schwör's dir. Ich schwör's dir, Alter. Ich will von dir hören. Ich will von dir hören. Angel, vergib mir. Ja? Sonst, dass du meine Mutter beleidigt hast, werde ich dir dein Leben zur Hölle machen. Hast du das verstanden? Ja? So, an alle anderen, ja? Entschuldige ich mich? Ja? Ihr habt damit nichts zu tun, die das Video sehen. Vergib mir bitte. Ja? Aber du kriegst dein Fett ab, Junge. Du kriegst dein Fett ab, Junge. Und bete, dass meine Familie nichts davon erfährt. Eine Woche, und dann werde ich das, wenn ich nichts höre, wird das Video bleiben. Ja? Und deine Frau wird sehen. Ja? Deine Frau wird es irgendwann mal sehen. Deine Familie wird es irgendwann sehen. Irgendwann mal, wenn es deine Kinder sehen, das ist mir dann scheißegal. Ja? So wie dir das scheißegal ist. Dass du dir hier den großen Mast von irgendeinem Kumpel anrufst. Ja.
Schmuck? Du Schmuck, Junge. Komm, 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 sei ein Mann. Lass uns verabreden. Komm, sei ein Mann. Hm? Du willst ein Mann sein? Weil ich jetzt hier in Spanien bin, hast du ein großes Maul. Wenn ich in Deutschland wäre, hättest du niemals was gesagt. Niemals hättest du was gesagt. Ihr habt doch damals nichts gesagt, wenn ich schon da war. Ich war damals da, hab euch Ohrschellen verteilt und hab nichts, ihr habt nichts getan. Jetzt bin ich in Spanien und ihr habt ein großes Maul und schreibt mich an. Ja? Und ich bin auch noch im Recht, das ist mein Land. Ja? Wo der Angriff in Madrid war, sind Flugteile, die S-Bahn oder was es da war, in die Luft gesprengt haben, sind Teile, ja, in den Kindergarten geflogen, wo meine Cousin und meine Cousine, sie sind beide in diesen Kindergarten gegangen. Und an dem Tag hat er zugehabt, der Kindergarten. Ich weiß gar nicht warum. Ob das ein Wochenende war oder ein Feiertag war, ich weiß nicht warum. Ja? Ich war live dabei. Letztes Jahr war ein Anschlag hier in Cambrils, das ist hier bei mir. Ja? Davor in Barcelona. Ja? Das ist hier bei mir. Menschen sterben. Die ganze Zeit. Ja? Seit 1400 Jahren werden spanische Frauen vergewaltigt von Marokkanern, von Moslems. Ja, hier in Spanien. Seit 1400 Jahren. Und ich soll mein Maul halten, du kleiner Wichser. Ja? Du kleiner Spasti. Du beweist doch hier ganz genau, wie der Islam ist. Du beweist doch genau, wie der Islam ist. Ja, anstatt mit mir zu reden, hier, hör mal zu, was machst du für einen Scheiß, bla bla bla, lass mal reden. Ja? Beleidigst du mich und hin und her. Ja? Du zeigst doch ganz genau, wie ihr seid. Du beweist es doch. Du hast es doch noch bewiesen. Und Dankeschön, du hast es noch bewiesen. Du Vollidiot, Mann. Ja? So. Halt den Ball flach 2. Hast du verstanden? Halt den Ball flach, alter Junge. Ja? Denkst du, hier so graue Haare, ein bisschen älter geworden, Junge? Ja? Dein Vater hat dich weggeklatscht. Wie alt war dein Vater da? Sieh, guck mal, wie blöd du bist. Ich werde dir jetzt mal zeigen, wie blöd du bist. Ja? Also, weil ich alt bin, älter geworden bin, habe ich nichts mehr drauf. Weil dein Vater hat dich weggehauen, Alter, der hat dich fast tot gehauen. Ja, wie ist denn das möglich? Der war damals, der war älter als ich. Ja? Wie geht denn das? Hm? Also, willst du jetzt auch deinen Vater beleidigen? Guck mal, wie blöd du bist. Guck mal, ich zeig dir mal, wie blöd und geistig behindert du bist. Ja, das hört man ja schon, wie du redest. Ja, du redest wie ein Fünftklässler aus der Sonderschule. Ja, ich lisple auch ein bisschen. Ja, aber weil ich einen großen Unterkiefer habe. Ja, meine Zahnärztin hat mir auch gesagt, ich könnte Boxer werden. Ich habe voll die dicken Wangenknochen. Ja, verstehst du? Der eine hat passiert halt. Aber du redest total behindert, Mann. Ja? Verstehst du das? Ja? Und jetzt zeige ich dir mal, wie dumm du bist, Junge. Ja? Du nennst mich Hurensohn, weil ich den Islam. Du sagst, du Islam hast ja, du Hurensohn. So. Im Koran steht, dass Allah die Ungläubigen hasst. Somit seid ihr verpflichtet, uns auch zu hassen, weil wenn nicht, werdet ihr ja besser als Allah, moralisch gesehen. Ja, siehst du mal. Somit kann ich hier mit einem Satz beweisen, dass ihr alle gleich seid. Zumindest die das wissen. Ja, die das kennen, diesen Satz. Allah hasst alle Ungläubigen, somit müssen Muslime auch alle Ungläubige hassen. Wenn nicht, werden sie ja besser als Allah. Du verstehen! Und du nennst mich auch noch Hurensohn, weil ich den Islam hasse, angeblich, ja, du hast gesagt, du Islam hasse, du Hurensohn, also wenn ich, weil ich den Islam hasse, ein Hurensohn bin, was ist dann Allah, weil er die Ungläubigen hasst, auch ein Hurensohn, das ist deine Aussage, du dummer Esel, ja, also du nennst mich Hurensohn, weil ich den Islam hasse, der Islam hasst aber uns Ungläubige auch, ja, also der Islam hasst die Ungläubigen. Ja, nochmal, ich hasse den Islam, angeblich hast du gesagt, du Hurensohn, du hast zu mir gesagt, du Hurensohn, ja, du Hurensohn hast den Islam, ja. Der Islam hasst aber die Ungläubigen, somit hast du auch den Islam Hurensohn genannt. Siehst du, wie blöd du bist, Junge? Du Heuchler, weißt du, was Heuchler ist? Das, ja, dass ein Esel zu einem Pferd sagt, du Esel, obwohl er selber der Esel ist. Das ist ein Heuchler, ja. Okay, siehst du, wie blöd du bist? Ja, weil jemand, der glaubt, dass es im Himmel 72 Jungfrauen gibt, ja, und 300 Boys bis 80.000 Boys, die nicht bluten, das heißt in den Arsch ficken und dabei nicht bluten, ja, wenn du das glaubst,
dass es sowas in den Himmel gibt. Ja, soll ich noch weitermachen? Ja, dann bezeugt es, dass du einfach nur geistig behindert bist. Du solltest mir dankbar sein, ja, und sagen, hör zu, ich glaube wirklich an Gott, aber du hast mich überzeugt, dass es diesen Gott gar nicht gibt. Wie sieht es bei euch in der Bibel aus mit eurem Jesus? Und dann würdest du ins Paradies kommen, wir würden ins Paradies irgendwann mal umarmen, ja, und glücklich sein mit Jesus. Aber da du ja den ganzen Tag nur Hass beigebracht bekommen hast, Kopf gegen die Wand, ja, geschlagen bekommen hast, ja, damit ihr auch schön den Islam annimmt und merkt, nicht zu kritisieren, ja, ihr nur Schläge und Maltratierung ja, du bist ja misshandelt worden. Du bist richtig misshandelt worden. Ich könnte heute noch zur Polizei gehen, denen erzählen, was deine Eltern mit dir gemacht haben. Und noch 50 Zeugen holen. Ja? Ich weiß nicht, wann sowas verjährt, mein lieber Freund. Ja? So. Junge, Junge. Regel die Sachen wie ein Erwachsener oder halt deine Fresse, ja? Regel die Sachen wie ein Erwachsener. Hier, ja, mich haben 4, 5 Leute haben mich angeschrieben wie erwachsene Menschen. Hier, was du machst, ist scheiße, ich finde das scheiße, tut mir leid, ich kündige deine Freundschaft. Wie erwachsene Menschen. Das hat mir sehr weh getan, weil ich diese Menschen sehr liebe. Und hoffe, dass sie irgendwann mal vielleicht sehen, dass ich recht hatte. Ja, so wie jetzt, ja, ein Deutscher, war das genau dasselbe. Hat er gesagt, pass auf, wenn du mit dem heiratest, so und so und so, ja, die Kultur ist da so und so und so, die Ideologie ist da so und so und so. Nach 7 Jahren ist die Frau zu ihm hin und hat gesagt, es tut mir leid, du hattest recht. Ja, ich kann gerne 7 Jahre warten, dass sie zurückkommt und sagt, es tut mir leid. Und der eine und andere ist heute schon zurückgekommen und hat mich von Freundesanfrage wieder geschickt. 3, 4 Leute sind schon wieder zurück zu mir gekommen. Mein Lieber. Weil sie wissen, dass ich recht habe. Du, so wie du dich gibst und so oft wie du 1.366.666, ja, mal in den Kopf gegen die Wand bekommen hast, bei dir ist, glaube ich, schon Hopf und Malz verloren. Ja. So leid es mir tut. Und wer war schuld? An deine geistige Behinderung? Wer bringt euch bei, so mit euch gegeneinander so umzugehen? Eltern mit eigenen Kindern. Moslems mit Moslems, Schia und Sunni. Hass. Ja? So. Ich hoffe, das war genug. Tufik hat den Bach flach 1. Heute Teil 2. Und du weißt die goldene Regel von Angel damals. Weißt du das noch? Jeder weiß das. Hast du das vergessen? Beim dritten Mal, ja, eigentlich ist es jetzt schon vorbei, weil du übertrieben hast, ja, mit meiner Mutter. Aber wenn du noch eine Faxe machst, Digga, noch ein Wort, ja, noch eine Faxe, weil ich habe dir nichts getan, ich habe nichts gegen dich gemacht, gesagt, nichts gegen deine Frau, nichts gegen deine Kinder. Im Gegenteil, hättest du Probleme, wäre ich der Erste gewesen, der dir geholfen hätte. Du Wichser. Ich wäre sofort nach Deutschland geflogen, ja, das bisschen, was ich habe, und hätte dir gegeben. Ja? Ich bin Täter, ich bin's der, den du noch nie gemacht hast. Was für eine Scheiße, du Labes. Wer stand da um dich herum? Wer stand da um dich herum, dass du dich da so aufgemotzt hast? Ich habe jeden von euch gemacht in Sindling. Warum habe ich immer die Leute weggehauen, dass sie nicht nach Nord kommen? Um euch zu beschützen. Mich selber brauchte ich doch gar nicht zu beschützen. Mir hätte doch niemand was getan. Hast du das für alles vergessen? Ja, nicht nur ich, auch die Schlerets und die Vulkanus und die Montis, die aufgepasst haben auf uns alle. Ja, nicht nur ich, um Gottes Willen. Ja? Dass das Nord sauber bleibt. Ja? Du Esel. Wir haben das aus Liebe zu euch allen gemacht. Ja? Und denk nicht, ich will jetzt hier, komm jetzt hier wieder runter oder hin und her und will hier auf was Gutes. Nein, es gibt nichts Gutes und gar nichts mehr. Ja? Du hast übertrieben und ich sage dir, ich will hören, Angel, bitte vergib mir. Sonst wirst du sehen, ja, du möchtest gern Rambo. Ja? In was du dich hier
Ja, in welche Suppe du hier reingesprungen bist, mein lieber Freund. Ja? Wir haben noch viel Zeit. Du stirbst nicht morgen. Ich sterbe morgen auch nicht. Wir haben noch 10, 20, 30 Jahre vor uns, Tufik. Verstehst du? Ja? Hast du den Film gesehen mit Kaiser Sose? Hast du den Film gesehen mit Kaiser Sose? Ja? So, tschüss. Mach keinen Fehler. Ich bitte dich. Mach keinen Fehler. Und alle anderen, mischt euch nicht ein.